Aloha, liebe Cineasten, es ist die schönste Zeit im Jahr und nicht etwa, weil ich proklamieren darf, dass heute mein letzter Tag in Zusammenarbeit mit Steffen ist. Nein, vielmehr, weil endlich wieder dieser gewohnte Anspruch ins Kino zurückkehrt, den ja jeder passionierte Kinogänger hat. Die Oscar-Nominierungen sind rausgekommen, gute Dramen kommen ins Kino, so auch Birdman von Alejandro González Iñárritu. Der hat bereits so großartige Filme wie Beautiful oder Babel gemacht. Und am 29.01. bekommen wir diesen Film zu Gesicht. Michael Keaton brüllt hierbei laut, ich bin ein Star und möchte seinen Ruhm herstellen, den er als 80er Jahre Superheldendarsteller einst nun verloren hat, indem er zusammen mit Edward Norton oder Zach Galifianakis ein Musical inszeniert über seinen Charakter. So langsam, so leicht wird er dabei ein bisschen insane, aber der Film sieht dennoch großartig aus. Neue Nominierungen gab es dafür. Ich freue mich riesig, worauf ich mich nicht so freue, weil es lange Zeit großen Hickhack drum gab und ein Riesenhype ist The Interview. Der kommt am 5. Februar nun doch in die Kinos. YouTuber konnten den Film schon in den States sehen und sich dieses ganze streamen. Jetzt kommt das Ding nach Deutschland. Es geht darum, dass James Franco und Seth Rogen als Interviewer Kim Jong-un befragen sollen und gleichzeitig vom FBI den Auftrag kriegen, den Kerl um die Strecke zur Strecke zu bringen. Mir persönlich würden dabei ja spitze Stifte die Hose vollmalen. Allerdings haben die beiden Herren das ganz wohl mit Humor.